Guten Abend, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Transparenz TV in der Sendung Franz Alt. Unser heutiges Thema: Nein zum Krieg. Soll die Ukraine jetzt kapitulieren? Den Appell Nein zum Krieg haben bereits 40.000 Deutsche unterschrieben. In diesem Appell Nein zum Krieg heißt es: Die auf Jahrzehnte geplante Hochrüstung bedeutet, beendet das Sterben in der Ukraine nicht, macht unsere Welt nicht sicherer und nicht friedlicher. Zitat Ende. Soll die Ukraine also kapitulieren, um weiteres Blutvergießen zu verhindern? Das fragen sich auch in Deutschland viele. Sollten die zusätzlich 100 Milliarden Euro, die die Bundesregierung jetzt für die Bundeswehr vorgesehen hat, nicht eher in ökologische und soziale Projekte eingesetzt werden? Darüber wollen wir in dieser Sendung diskutieren. Meine Gäste sind Dr. Monika Grifan. Sie ist Mitbegründerin von Greenpeace, langjährige Umweltministerin in Niedersachsen und war auch knapp 10 Jahre Mitglied im Deutschen Bundestag. Hallo, guten Tag. Sowie Jürgen Gresslin, er ist Pädagoge, aber bekannt in Deutschland als der bekannteste Waffenexportkritiker und Autor des Buches Schwarzbuch Waffenhandel. Und schönen guten Tag an euch alle. Wir kennen uns alle drei schon seit vielen Jahren und duzen uns. Das behalten wir auch in dieser Sendung bei. Monika, ich habe an dich die erste Frage. Heute ist von deinem Verein, den du mitgegründet hast, von Greenpeace, folgende Presseerklärung erschienen. Da heißt es: Die Militärbudgets der 27 europäischen NATO-Länder lagen im Jahr 2019 kaufkraftbereinigt bei rund 427 Milliarden Euro und damit doppelt so hoch wie die von Russland. Ohne Berücksichtigung der Kaufkraft überstiegen die Militärausgaben der europäischen NATO-Staaten diejenigen Russlands sogar um das Fünffache. Das heißt, da stellt sich doch die Frage: Brauchen wir zu all dem, was wir jetzt schon für die Bundeswehr ausgeben, tatsächlich noch weitere 100 Milliarden Euro? Wie sieht das denn die ehemalige Umweltministerin von Niedersachsen? Ja, mir geht es genauso wie dir. Ich bin so hin und her gerissen. Natürlich waren wir alle in der Friedensbewegung und wir wollten alle, dass wir nur noch mit Dialog alles lösen und mit zivilem Ungehorsam. Und wir haben gesehen, dass sich Herr Putin leider nicht dran hält, dass alle Versuche, Dialoge zu führen, offensichtlich nicht gut genug sind, um ihn zum Einlenken zu bewegen. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, wenn wir in Deutschland inzwischen ein Militärbudget von 50 Milliarden haben, wo das eigentlich geblieben ist, in welchen Kanälen das eigentlich versackt ist. Und wenn wir 427 Milliarden in der EU haben, dann ist das natürlich auch ein Zeichen dafür, dass es keine Kooperation oder nicht genügend Kooperation zwischen den EU-Staaten gibt, sodass man seine Kräfte bündelt und sagt, wir haben ein groß genuges Abschreckungspotenzial, dass wir da nicht noch mehr tun müssen. Leider ist offensichtlich das so, dass eine Zeit lang auch die Menschen nicht gut ausgebildet worden sind oder nicht ausreichend ausgebildet worden sind und dass auch die ganze Frage des Materials zum Teil ja auch sehr veraltet ist. Das hieß ja immer so schön im Bundestag, Schiffe, die nicht fahren, Hubschrauber, die nicht fliegen und dass da natürlich ein Einzelposten immer sehr hoch ist. Ob die Ukraine jetzt kapitulieren soll, das ist genau meine Frage gewesen. Denn ich denke mal, wenn die jetzt aufgeben und das Land in Schutt und Asche liegt, wird ja Putin nicht aufhören, sondern er geht nach Moldawien, er geht nach Georgien. Und wenn das alles leicht gelänge, dann würde er vielleicht auch noch nach Estland, Litauen oder Finnland gehen. Und deswegen ist die Frage wirklich zwei Herzenschlagen in meiner Brust. Muss man jetzt den Weg, den die Europäer gemeinsam mit der NATO gehen, gehen oder nicht? Und im Moment kann ich die Argumentation der Europäer und NATO
fast nachvollziehen, muss ich sagen, auch wenn ich glaube, dass in der letzten Zeit das Geld nicht sehr sinnvoll eingesetzt wurde und dass, bevor man neue Dinge anschafft, auch die Strukturen erstmal so geändert werden müssen, dass, wenn man Geld ausgibt, das auch richtig eingesetzt wird. Wie sieht denn der Pazifist Kresslin diese 100 Milliarden Euro, die zusätzlich zu den über 50, die wir bisher schon jedes Jahr für die Bundeswehr ausgegeben haben, eingesetzt werden sollen? Jürgen. Ich würde noch, bevor ich die Frage beantworte, nochmal zu deiner und Monikas Aussage auf der Studie von Greenpeace beruhen, zurückkommen und dann die Frage beantworten. Es ist ja nicht nur so, dass wir eine je nach Kaufkraftrechnung zweifache oder fünffache Überlegenheit haben der Militärs in Europa gegenüber Russland, sondern wenn man die USA mit einbezieht als weltweit größten Rüstungsproduzenten und Militärhaushaltsfinanzierend, dann sind wir bei einer fast 16-fachen, also 16 mal so viel Militärausgaben im Westen, in den NATO-Staaten wie Russland. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Überlegenheit und das macht sich auch dadurch fest, dass die ersten drei Staaten, die Geld für Militär ausgeben, nämlich die USA mit riesigem Abstand vorne, China und Indien kommend auf Platz 4 und fast gleich mit Deutschland, Frankreich, dann Russland. Das ist ein unglaubliches Ungleichgewicht und da stellt sich wirklich die Frage, kann man denn mit noch mehr Geld, also danach vielleicht ver-18-fachung, wenn man das jetzt überträgt auf die NATO, oder ver-20-fachung der Ausgaben gegenüber Russland mehr erreichen, als man bisher erreicht hat? Ist denn dieser Ansatz überhaupt richtig, den die NATO bisher gegangen ist, unglaublich Geld in Rüstung und Militär zu stecken? Deine Frage, lieber Franz, ob man kapitulieren soll, würde ich mir gar nicht anmaßen zu beantworten, sondern ich würde mit der Friedensbewegung gerne antworten, die in der Ukraine antwortet auf die Frage. Es gibt sehr klare Statements des pazifistischen Verbandes in der Ukraine, dessen Vorsitzender Juri Scheljaschenko gesagt hat, ich zitiere, die ukrainische pazifistische Bewegung verurteilt alle Militäraktionen auf Seiten Russlands und der Ukraine im Kontext des aktuellen Konflikts. Wir verurteilen die militärische Mobilisierung und Eskalation innerhalb und außerhalb der Ukraine, einschließlich der Atomkriegsdrohung. Und Frieden in der Ukraine und auf der ganzen Welt kann nur gewaltfrei erreicht werden. Wenn man dieses Modell zugrunde legt, was aus der Friedensbewegung der Ukraine kommt, dann sollten wir uns tatsächlich auch in dieser Sendung auf den Weg begeben, zu schauen, welche Ansätze würden denen jetzt helfen zu deeskalieren, welche Ansätze würden helfen, in Verhandlungen überzugehen und welche Ansätze würden helfen, Thema der heutigen TV-Sendung, Nein zum Krieg zu sagen und den Krieg zu stoppen. Kann man mit pazifistischen Methoden einen Aggressor wie Putin tatsächlich stoppen? Wie soll das konkret und praktisch gehen? Was wären denn konkrete, gewaltfreie Aktionen der Friedensbewegung jetzt in der Ukraine? Also erst einmal finde ich sehr wichtig, dass wir nicht in unserer unendlichen Weisheit von Deutschland aus meinen, massiv einzudringen in die Diskussion und Einfluss zu nehmen, sondern dass wir erst einmal die Stimme der Friedensbewegung in der Ukraine vernehmen und dann Bitten äußern oder vielleicht einen Ratschlag, aber weiter würde ich nicht gehen. Es gibt Juri Scheljaschenko von der ukrainischen pazifistischen Bewegung, der verurteilt, ich zitiere, alle Militäraktionen auf Seiten Russlands und der Ukraine im Kontext des aktuellen Konfliktes. Wir verurteilen die militärische Mobilisierung und Eskalation innerhalb und außerhalb der Ukraine, einschließlich der Androhung des Atomkriegs. Und er sagt, Frieden in der Ukraine und auf der ganzen Welt kann nur gewaltfrei erreicht werden. Das ist die Stimme der Friedensbewegung in der Ukraine. Und ganz konkret, Franz, deine Frage.
Mir kommt Noam Chomsky in den Sinn, der ja einer der reputiertesten Juristen weltweit ist. Er verweist auf das in der Haager Landkriegsordnung von 1907 festgeschriebenen Konzept der sogenannten unverteidigten Städte. Städte, die tatsächlich kapitulieren, dadurch nicht zerstört werden. Es gibt positive Beispiele wie Aalen oder Gotha. Es gibt das Negativbeispiel von Magdeburg. Magdeburg hat nicht kapituliert und wir alle wissen, dass dort die größte oder eine der größten Bombenschlachten im Zweiten Weltkrieg niederging. Mein Vater war übrigens sehr nah dabei. Dass dort die totale Zerstörung Magdeburgs folgte. Das ist jetzt ein Konzept, was in der Haager Landkriegsordnung schon festgeschrieben ist. Ob sich Putin daran hält, und das ist ja dann wieder die Frage, das wissen wir alle nicht. Es ist aber besser als das, was im Moment läuft, nämlich die völlige Zerstörung durch Luftangriffe einer Stadt nach der anderen. Mariupol ist so gut wie zerstört. Was ist mit Odessa? Was ist mit Kiew? Was ist mit Lviv im Westen? Nach und nach und sukzessive kommen hier die Bombenangriffe. Und der Weg, der jetzt genommen wird, der ist, ich glaube, da sind wir uns alle einig, extrem schrecklich, weil er führt dazu, dass dieser konventionelle Krieg zur vollständigen Zerstörung der Ukraine führen könnte. Und viel schlimmer noch, ich erinnere an die IPPNW, an die Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs, die in einer Studie bereits vor 8 Jahren gesagt haben, selbst wenn nur wenige Atomwaffen zum Einsatz kommen, ist ja Fachgebiet von Monika, dann wird die Erdatmosphäre so verdichtet und verdunkelt, dass die Ernteausfälle dramatisch sind, dass 800 Millionen Menschen hungern und zum Teil verhungern werden. Und das ist nur das Miniszenario. Wenn der große Teil oder wenn auch nur ein Teil dieser Langstreckenraketen beiderseits von Russland und den USA zum Einsatz kommen, dann haben wir den Dritten Weltkrieg und das wollen wir uns alle nicht ausmalen. Ich stimme natürlich zu, dass ein nuklearer Winter oder überhaupt ein nuklearer Schlag eine Katastrophe wäre. Wie weit sich jetzt Putin überhaupt an irgendwelche Gesetzmäßigkeiten hält, sehen wir ja. Er hält ja alle Konventionen, die er auch mal irgendwann unterschrieben hat, nicht ein. Also auch zum Beispiel die Unverletzlichkeit der Grenzen hält er nicht ein, obwohl er das unterschrieben hat. Und das ist natürlich die Problematik, ob er sich dann an die Haager Landkonvention hält, wissen wir auch nicht. Also ich habe fast den Eindruck, er marschiert da sozusagen wie ein Rasenmäher. Und wenn er die Ukraine hat, dann wird er das nächste Land angreifen, weil er die Sowjetunion des alten Stiles wieder haben möchte. Und das gefährdet natürlich ganz direkt auch jetzt schon in der Europäischen Union oder in der NATO befindliche Länder. Und die Frage ist, die sich ja alle gestellt haben, haben wir uns das alle so vorgestellt? Nein, wir haben gedacht, dass wir spätestens seit den 2000er Jahren doch alles im Dialog lösen, dass wir Konferenzen haben, internationale G7, G20-Gipfel etc., wo wir eben auch Themen besprechen. Und wir sind im Prinzip hilflos. Wir wissen nicht, was die richtige Lösung ist. Und wir sehen, dass Putin offensichtlich nur die Sprache der Abschreckung versteht. Und natürlich ist die Frage, warum reicht eigentlich die Abschreckung, die wir haben, nicht aus? Das ist sicherlich die Frage. Monika, kann in dieser Situation praktizierter Pazifismus, gewaltloser Widerstand wirklich noch irgendetwas bewirken? Und was denkst du? Also ich glaube, wir müssen natürlich immer wieder jeden Versuch starten. Und vielleicht muss man dann eben auch eine paradoxe Intervention machen. Und vielleicht ist es jetzt ja auch mal notwendig, dass sich führende Frauen mal zusammentun. Also ob das Frau Merkel, Frau Ahern oder Frau aus Chile zusammentun und sagen, wir setzen uns jetzt auch mal an den roten Tisch mit Ihnen und wir werden ganz andere Dialoge führen. Vielleicht auch, wie du gesagt hast, die Kirchenführer, wobei ich da auch im Zweifeln bin, denn der Patriarch in Russland hat sich ja schon auf die Seite gestellt und das für einen gerechten Krieg erklärt, was ja auch eine Problematik ist, ne? Wo ich sage, das kann eigentlich nicht sein. Er hat sogar von einem heiligen Krieg gesprochen und der Papst hat ihm die Leviten gelesen dafür und der Papst hat dem Kyrill in einem Telefongespräch gesagt, das haben wir früher auch gemacht.
Aber wir müssen doch sehen, dass wir uns weiterentwickeln müssen, hin auf Frieden und auf Gewaltlosigkeit. Mhm. Aber der Patriarch steht hinter Putin und überhöht diesen Krieg. Er macht sozusagen einen heiligen, einen gerechten Krieg. Und auch Putin hat mit Bibelzitaten um sich geworfen. Also im Stadion vor etwa 100.000 Menschen seine Aggression gefeiert hat. Also das ist alles ganz furchtbar. Da sieht man, was man mit Religion alles kaputt machen kann. Selbst heilige Kriege führen, selbst noch im 21. Jahrhundert. Monika, es gibt ja noch einen anderen Aspekt, auf den heute Greenpeace, also deine Organisation, deine Urorganisation, hingewiesen hat. Die Greenpeace-Bewegung, die Greenpeace-Pressemeldung von heute, die ich vorhin zitiert habe, sagt auch, die Bundesregierung muss jetzt auch den raschen Umbau des Landes hin zu mehr Energiesouveränität finanzieren. Die deutsche Abhängigkeit vom Import fossiler Energie aus Russland ist gegenwärtig sicherheitspolitisch folgenreicher als Fähigkeitslücken bei der Bundeswehr. Also das Geld, meint Greenpeace, sollte man besser für ökologische Projekte, für Klimaschutz aufwenden, diese 100 Milliarden, als für noch mehr Militärausgaben. Wie siehst du diese Problematik und diese Abwägung? Also es ist sicherlich richtig, dass wir die Energiewende beschleunigen müssen. Aber wir haben auch ganz praktische Probleme. Nämlich, wenn du viel Geld zur Verfügung stellst, musst du auch viel verbauen. Alleine die Tatsache, dass wir gar nicht genug Handwerker haben, um jetzt die Energiewende möglichst schnell voranzubringen, wie lange man heute schon braucht, um, was ich, eine Solaranlage installiert zu bekommen oder eine Wärmepumpe, ja, da muss man monatelang drauf warten. Das alles zu beschleunigen, ist ein richtiges logistisches Problem, was wir auch lösen müssen. Es ist nicht nur ein Geldproblem, was falsch eingesetzt ist. Und deswegen plädiere ich dafür, nicht nur darüber nachzudenken, wie wir selber möglichst schnell autark werden, sondern auch zu sagen, wie diversifizieren wir die erneuerbaren Energien. Wir haben zum Beispiel Länder, wo es viel mehr Wind und viel mehr Sonne gibt, wie zum Beispiel Chile oder Marokko oder Australien, wo wir sehr schnell erneuerbare Energien herstellen können und die in anderer Form zu uns transportieren können. Zum Beispiel Wasserstoff umgewandelt in synthetische Kraftstoffe. Also wenn wir da noch CO2 aus der Atmosphäre mit hinzuziehen, dann können wir das in normalen Tankschiffen transportieren und hier auch in der Industrie einsetzen und zum Beispiel auch in bestehende PKWs einsetzen. Ja, die würden dann klimaneutral fahren. Zurzeit schlittern wir von einer Abhängigkeit eher in die andere. Wenn wir uns von Herrn Putins Gas und Öl abhängig machen, Gas oder Öl zu kommen. Das wird auch nicht allzu viel helfen. Letztlich hilft doch nur der Ausbau der erneuerbaren Energien im eigenen Land. Wir werden sicherlich das nicht schaffen, sehr schnell 100% unserer erneuerbaren Energien selbst zu produzieren, wenn wir heute 60% aller Energie importieren. Und deswegen plädiere ich dafür und halte das für die verträglichere Form, wenn wir erneuerbare Energien importieren. Ich rede nicht von LNG oder LPG oder von Fracking-Gas oder sonst was, sondern ich spreche von erneuerbaren Energien, die wir in vielen Ländern beziehen können. Ja, und zwar auch in demokratischen Ländern, also in Chile oder in Australien oder Marokko und Algerien sind vielleicht nicht so demokratisch, aber wenn wir es eben diversifizieren, haben wir auch die Möglichkeit, mit erneuerbaren Energieimporten etwas zu bewegen. Da müssen wir jetzt hin und da kann man auch wirklich Geld investieren, weil es da vor Ort Leute gibt, die es noch bauen können. Wir schaffen gar nicht hier jetzt so viele Windenergieanlagen und so viele Solarenergieanlagen hinzusetzen auf die Schnelle. Das meine ich jetzt. An diesem Wochenende, Monika, haben die Grünen in Brandenburg beschlossen, bis 2030 zu 100% erneuerbar zu werden. Und zwar nicht nur beim Strom, auch beim Verkehr, bei der Wärme, bei der Landwirtschaft. Das heißt, es geht, wenn man es wirklich will, es geht zumindest schneller. Du hast recht, nicht von heute auf morgen. Aber es geht schneller. Die Stadtwerke München zum Beispiel haben es geschafft, in 10 Jahren von 5% Ökostrom auf heute 95% Ökostrom zu kommen.
Oder es gibt Regionen wie den Hunsrück. Da sind in den letzten Jahren so viele Windräder aufgestellt worden, dass die Hunsrück-Region, ein großer Landkreis, heute schon 3-mal mehr Strom produziert über Windräder, als im Hunsrück gebraucht werden. In Ostfriesland habe ich ähnliche Zahlen mir von Bauern, die Windräder auf ihre Äcker gestellt haben, sagen lassen. Das ist heißt, so. In Schleswig-Holstein und in Niedersachsen. Schneller gehen. Also in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen hast du heute schon mehr Windenergieproduktion, als du selbst brauchst. Siehst du. Trotzdem. Also wenn man es wirklich will, dann geht es doch. Zumindest geht es viel, viel schneller. Ja, aber du musst es jetzt auch verbauen können, das meinte ich eben. Und deswegen denke ich, wenn wir auch noch Projekte in anderen Ländern, auch in Kooperation machen, dann würden wir sowohl was für das Land tun, neben die dort auch eine Wertschöpfung haben, als auch für uns, weil wir dann erneuerbare Energien importieren können. Und natürlich müssen wir selber auch was machen. Also ich sage mal so ganz praktische Dinge wie, ich habe meine Heizung gleich auch von 20 auf 19 Grad gestellt. Das kann jeder machen. Ja? Oder was weiß ich jetzt, es gab von der Bahn jetzt ein wunderbares Angebot für eine Bahncard. Die kann jeder mal für 3 Monate Probe nehmen und kann sehen, wie das funktioniert und sich hinterher eine ganze Bahncard kaufen. Ja, dann sieht er, wie das funktioniert. Weil viele trauen sich erstmal nicht und sagen, ach, es kostet so viel Geld, ist so teuer. Aber wenn man eine Bahncard hat, ist es eben viel preiswerter. Und das kann man jetzt ausprobieren. Und natürlich kommt jetzt der Sommer und man kann auch ein bisschen mehr Fahrrad fahren. Also wir können auch jetzt im Moment unsere Abhängigkeit von 5 oder 10% reduzieren. Bitte? Und wenn man Ökostrom hat, ist es eher Solarstrom und Windstrom, ist heute schon entschieden billiger als die alte Energie, die ja immer teurer wird. Da klagen ja wir ja in Deutschland über die hohen Spritpreise, über die hohen Gaspreise, über die hohen Ölpreise. Erneuerbare Energie, Sonne und Wind sind weit preiswerter. Also da gibt es viele Vorurteile, die es noch zu überwinden gilt. Da muss die Politik aber auch mehr mutig aufklären, als das bisher der Fall war. Ja, also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum man nicht schnell mal sagt, jetzt machen wir ein Tempolimit. Denn wenn du 100 fährst, dann brauchst du wirklich auch objektiv weniger Sprit. Es ist einfach so. Jedes Auto braucht dann 2-3 Liter wenig, ne? Auch wenn du ein großes 1972 oder 73 bei der Ölpreiskrise hatten wir autofreie Sonntage. Warum haben wir das nicht jetzt? Zum Beispiel. Ja, aber allein ein Tempolimit wird schon wirklich eine große Menge bringen. Ne? Richtig, ja. Es gab mal ein großes Vorbild, wo in der Kriegswirtschaft die Menschen bewusst Opfer gebracht haben. Amerika, Roosevelt im Jahr 1942 hat gesagt, wenn wir Hitler besiegen, müssen wir Opfer bringen. Er hat die Steuern auf 94% hochgesetzt und die Amerikaner haben mitgemacht. Er hat ein Tempolimit ausgerufen für die autoverrückten Amerikaner und sie haben mitgemacht. Er hat die Amerikaner zum Energiesparen aufgerufen und sie haben mitgemacht. Warum hat ein deutscher Wirtschafts- und Klimaminister wie Robert Habeck, auch noch ein Grüner, nicht den Mut, jetzt etwas Ähnliches zu sagen, wie Roosevelt 1942 den Amerikanern gesagt hat? Weil die eine Dreierkoalition haben und Herr Lindner dagegen ist, ganz einfach. Die haben es versucht, aber da würde ich noch was anderes ergänzen, weil Robert Habeck hat für mein Empfinden den falschen Weg gewählt, weil er hat sich jetzt nicht an demokratische Staaten ausschließlich gewandt, um Energie zu bekommen für, naja, vor allem den nächsten Winter, sondern er hat sich an Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate gewandt. Katar, wissen wir ja schon, heftig diskutiert durch die anstehende Fußballweltmeisterschaft Ende des Jahres, hat eine desaströse Menschenrechtslage, hat Hunderte, wenn nicht Tausende von Opfern zu beklagen durch den Bau der Fußballstadien. Und die Vereinigten Arabischen Emirate führen gerade Krieg im Jemen gemeinsam mit Saudi-Arabien. Mit was für Partner verbünden wir uns da? Jetzt kritisieren wir zu Recht die Menschenrechtsverletzungen und die Völkerrechtsbrüche durch das Regime Putin.
vergessen aber, dass wir Deutschen durch die Waffenexporte an kriegführende Staaten, da wäre jetzt neben den beiden genannten und neben Saudi-Arabien, die ja immer noch Bestandteile für den Eurofighter und den Tornado erhalten, die sie einsetzen im Jemenkrieg, auch Staaten wie die Türkei weiterhin Waffen bekommen, obwohl sie gerade völkerrechtswidrig in Nordsyrien einen Krieg gegen die Kurden führen. Also wenn man sich eine Weltfriedensordnung vorstellt, die trägt, dann müssen wir von allen Staaten der Erde, auch von unseren Verbündeten, erwarten, dass sie Völkerrecht achten und nicht Völkerrecht brechen. Und zu deiner Frage, Franz, 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Was beschafft man? Man beschafft neue Kampfdrohnen, wieder ein Instrument der Kriegsführung. Man beschafft F-35 Kampfflugzeuge, Tarnkappenbomber von Lockheed Martin. Wieder ein Instrument der Kriegsführung, in dem Fall sogar der Atomkriegsführung, weil es sich ja um die nukleare Teilhabe, den Transport der 20 US-Atombomben in Büchel, gegebenenfalls nach Russland oder nach Osten handelt. Man beschafft neue Kriegsschiffe, neue Kampfpanzer. Das ist alles systemimmanent im Militärdenken gedacht und bringt uns sozusagen in einem Gedankentum, wie können wir diese Unkultur des Krieges durch eine Kultur des Friedens ersetzen, überhaupt nicht weiter. Im Gegenteil, das Geld fehlt für, ihr habt es ja beide angesprochen, den ökologischen Umbau, die ökologische Wende. Das Geld fehlt auch im Sozialbereich und im Bildungsbereich, denn man kann nicht gleichzeitig solche immensen Summen in Militäraufrüstung, Bundeswehr stecken und sagen, wir bauen die Schulen aus. Ich habe 40 Jahre in Großstadtschulen unterrichtet. Die kleinste Klasse, die ich habe, hat 30 Schüler und ist multikulturell besetzt. Und als Lehrer bist du an der Stelle schon hart gefordert. Und wenn jetzt die ukrainischen Flüchtlingskinder kommen, die wir herzlich begrüßen, wie sollen wir das schaffen? Geld für Bildung ist nicht ausreichend da. Wir liegen jetzt schon unterm OECD-Durchschnitt bei der Ausgaben für die Bildung. Wie der Zustand in der Pflege, in den Krankenhäusern, in den Hospizen, in den Altersheimen ist, wissen wir. Wir brauchen Geld für den sozialen Umbau unserer Gesellschaft und wir brauchen vor allem auch Geld für die Ausrichtung auf Frieden und Abrüstung. Und jetzt fällt diese Entscheidung durch die Regierungserklärung von Olaf Scholz am 27. Februar, dass das Geld in vollem Umfang für Aufrüstung und Militarisierung ausgegeben wird, obwohl wir jetzt schon das 16-fache haben an Ausgaben gegenüber Russland. Also ich würde mir wirklich wünschen, und da hat der Papst ja vor wenigen Tagen am 24. März eine sehr klare Aussage getroffen, dass wir diesen Weg nicht beschreiten, sondern dass der Widerstand, Franz Alt hat es ja gesagt, es gibt den Appell, es gibt andere Aufrufe auch von Friedensnobelpreisträgern. Der Papst sagte vor wenigen Tagen, ich zitiere, ich schäme mich für die Staaten, die Militärausgaben auf 2% anheben, gemeint Bruttoinlandprodukt NATO, sie sind verrückt. Zitat Papst Franziskus. Und es ist schön, wenn die Religionsführer dieser Welt, der Dalai Lama würde das sicher zustimmen, sich jetzt die Stimme erheben. Ich finde auch den Vorschlag von Monika hervorragend zu sagen, bringt doch endlich mal Frauen in diese Runde hinein. Angela Merkel hatte lange Jahre ein Verhältnis, dass sie zumindest mal reden konnte mit Putin und er sie tatsächlich geachtet hat. Und es gibt wirklich viele Frauen, Monika, du hast es gesagt, auch Margot Käßmann in Deutschland, die durchaus in der Lage wären, den Friedensgedanken in die Abrüstungsdiskussion reinzutragen und nicht länger die Militaristen und Nationalisten und auch im Fall der Ukraine, wir denken mal ans Azov-Regime, auch die Patrioten, die militärischen Patrioten in den jeweiligen Regierungen ihren Einfluss haben. Da muss neues Denken her, da muss Abrüstungsdenken her, da muss die Kultur des Friedens her. Jürgen, eine Entscheidung der Bundesregierung muss sich besonders getroffen haben, nämlich Waffen zu liefern in ein Kriegsgebiet wie jetzt in die Ukraine. Seit Jahren kämpfst du gegen Waffenexporte. Ich erinnere mich, dass du in einem deiner Bücher aufgezeigt hast, dass durch deutsche Waffen, durch das G3-Gewehr, durch das Heckler und Koch am Bodensee baut, Menschen
umgebracht worden sind durch deutsche Gewehre und deutschen Waffenexport. Was geht in dir vor, du jetzt siehst, wir liefern Waffen an die Ukraine? Oder ist das eine ganz andere Geschichte, weil die Ukraine das Recht hat, sie zu verteidigen? Wie siehst du das? Also erstmal hat die Ukraine das völkerrechtlich verbriefte Recht, Artikel 51 der UN-Charta, sich zu verteidigen, militärisch zu verteidigen, wenn sie angegriffen wird. Und ich kann mich auch in diese Menschen hineinversetzen, die sagen, um uns militärisch zu wehren, brauchen wir mehr Waffen. Ich glaube nur, dass dieser Gedanke und diese Forderung kontraproduktiv ist, weil man ja Frieden will und weil man Abrüstung will und Putin stoppen will. Und immer mehr Waffen führen zu immer mehr Eskalation. Die Bundesrepublik Deutschland ist durch ihre Waffenlieferung jetzt Kriegspartei geworden. Putin hat sehr klar gesagt, dass er mit Kriegsparteien nicht an einem Tisch sitzt. Also auch die bisherigen Friedensverhandlungen, die die Bundesrepublik Deutschland mit den Franzosen geführt hat, sind weg vom Tisch. Das ist überhaupt nicht mehr Thema, leider nicht mehr. Ganz im Gegenteil, mit jeder Waffe, die jetzt seitens der NATO und auch seitens Deutschlands ins Kriegsgebiet hineinwandert, wächst die Kriegsgefahr, beziehungsweise falsch formuliert, wird Öl ins Feuer dieses Konfliktes gegossen. Der Konflikt eskaliert weiter und wir werden letztendlich da landen, wo niemand hin will, nämlich in der völligen Zerstörung der Ukraine. Und da nützen uns auch ein paar Patrioten nicht, die sagen, ich habe wieder einen Stadtteil erobert oder wir haben ein Dorf zurückerobert. Wenn man sich in den letzten Tagen anschaut, wie diese Karten, die uns ja tagtäglich von der Ukraine gezeigt werden und vom russischen Vormarsch, dann ist es nicht so, dass jetzt alles plötzlich sich wieder zurückwandelt. Im Gegenteil, die Luftschläge der russischen Streitkräfte führen leider zu einer Zerstörung eines Teils der militärischen Anlagen. Aber Putin ist bis jetzt rubellos genug, um auch Wohngebiete zu beschießen. Was ich mir also mein wünsche, Eindruck ist sowieso, dass er eigentlich ein Interesse daran hat, dass möglichst viele Ukrainer aus dem Land fliehen, weil er eigentlich das Land von Russen zurückhaben will und dafür auch in Kauf nimmt, dass alles in Grund und Boden gebombt wird. Also er nimmt auch keine Rücksicht, glaube ich, auf Weltkulturerbe wie Odessa oder so. Ne? Das haben wir bei Aleppo gesehen. Gebe ich dir recht, Monika. Aber was wir noch nicht diskutiert haben und was noch fehlt in unserer Runde, ist die Chance, die die Sanktionen bewirken. Ich glaube, dass es nicht so ist, dass es jetzt einfach in Russland so weitergeht wie bisher. Ich glaube und ich unterstütze diese Sanktionen großteils vor allem dann, wenn sie sich gegen die Machtelite, gegen die Militärsführungsspitze in der Politik richtet und gegen die Oligarchen richtet und nicht gegen das einfache Volk, dass die Wirkung dieser Wirtschafts- und Finanzsanktionen, die es ja in dieser Form noch nie gegeben hat, das eine reine Zeitfrage ist, bis sie wirken. Und wir müssen es schaffen, auf der einen Seite die Strategie der Verhandlungen weiterzuführen. Es gibt ein Signal von Zelensky, das ich positiv wahrnehme, dass er jetzt diskutiert über die Neutralität. Das ist ein Schritt nach vorne für mein Empfinden. Das hätte aber auch einfacher haben können, indem man nicht von vornherein, und das stand ja leider auch in der Verfassung der Ukraine, nicht die gleich die EU-Mitgliedschaft und die NATO-Mitgliedschaft fordert, sondern von vornherein gesagt hätte, wollen wir nicht so Vergleich Finnland eine eher neutralere Zone schaffen zwischen dem Westen auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite. Jetzt hat es dieses Krieges, einen Monat Krieg und unglaublich vielen Toten, Verstümmelten und Verkrüppelten bedurft, bis Herr Zelensky auf die Idee kommt, dann doch über Neutralität zu diskutieren. Aber der Gedanke ist positiv, weil er könnte aus dem Krieg herausführen. Und mit jedem Gespräch, das läuft, und gerne, Monika, mit deiner Idee, dass auch Frauen und reputierte Frauen der Weltpolitik an den Verhandlungstisch mitkommen, weil dann dieses Macho-Gehabe endlich mal aufhört, dieser verschiedenen Männer auf beiden Seiten in den Verhandlungspositionen. Und gleichzeitig die Sanktionen immer mehr Wirkung entfalten. Und gleichzeitig, und das habt ihr ja vorhin auch schon mal andiskutiert, der Ölhahn und der Gashahn von unserer Seite aus des Westens zugedreht wird. Und die 500 Millionen Euro, die pro Tag
an Russland und damit in die Kriegskasse fließen, immer weniger und hoffentlich auf null gesenkt werden. Diese Kombination der verschiedenen Entwicklungen könnte dazu führen, dass auch ein Herr Putin, der sich bisher als Diktator, skrupelloser Diktator gebärt, zum Einlenken gezwungen wird, und sei es von seiner eigenen Militär- oder Politikführung oder den Partnern, die er da hat. Ja, ich fürchte, nur, dass das noch nicht so weit ist. Das war ein sehr guter Vorschlag. Frauen an den Verhandlungstisch, Frauen als Mediatoren, Moderatoren. Wie wäre es denn, wenn von beiden Seiten Soldatenmütter, Mütter von toten Soldaten vielleicht, an den Tisch kämen und dann eine neue Stimmung da reinbringen würden, eine menschliche, eine humane Stimmung? Ja, das Problem ist nur, auch Herr Putin diskreditiert selbst die Soldatenmütter. Auch die haben ja bei uns einen alternativen Nobelpreis bekommen. Auch die haben demonstriert. Da ist eine der Mütter ist auf ihrem 80. Geburtstag verhaftet worden, als sie demonstriert hat. Und wie gesagt, auch mit weißen Blättern. Also es ist ganz schwierig, dass er überhaupt die als Partner oder als Verhandlungsgleiche akzeptiert. Das ist die Problematik, wo wir erstmal hingehen müssen. Und deswegen glaube ich, ist erstmal wichtig, vielleicht jemand, der aus dem politischen Raum kommt, ne, hinzubringen. Aber können wir nicht einfach mal andenken, dass es eine zweite Phase dieses Krieges gibt? Also die erste Phase haben wir jetzt beschrieben. Die erste Phase heißt eine skrupellos, völkerrechtswidrig, barbarisch agierende russische Armee, die ein Dorf nach dem anderen bombardiert, eine Stadt nach dem anderen bombardiert und dabei keinerlei Rücksichten nimmt und eigentlich für mein Empfinden vor den internationalen Gerichtshof oder vor ein internationales Strafgericht gestellt gehören. Vielleicht kriegen wir das auch irgendwann hin. Dazu müssten allerdings Staaten wie Russland und die USA und China diesen IGH anerkennen, was sie ja nicht tun. Aber wenn es eine zweite Phase des Krieges geben soll, in den jetzt unsere Gedanken einfließen, das wäre ja schön, wenn wir einen Impuls geben könnten, von den Soldatenmüttern über die reputierten Politikerinnen bis hin zum Wirken der Sanktionen, dann kann es doch auch eine Phase geben, wo ein Putin sagt, ich will nicht so weitermachen. Er hat ja jetzt schon gesagt, naja, eigentlich will ich die Ukraine nicht einnehmen, sondern ich will mich auf den Donbass konzentrieren. Auch das ist ein Schritt in die Richtung, nicht tolle Richtung. Also ich bin überhaupt nicht dafür, dass Krieg dazu führt, dass man sich einen Teil eines Landes aneignet und am Schluss sagt, das ist der Kompromiss, das ist kein Kompromiss. Also am Schluss muss auch die Bevölkerung gefragt werden, was will sie? Sie müsste auf der Krim gefragt werden, sie müsste im Donbass gefragt werden und sie muss in der Ukraine gefragt werden, was sie will. Und dann kann es erst eine Entscheidung geben. Aber wenn wir mal Phase 2 dieses Krieges andenken, dann fand ich, dass da jetzt viele gute Impulse waren, die man in die Weltpolitik tragen müsste. Und wir müssten jetzt die Personen suchen. Franz, du hast Kontakte zum Dalai Lama, du hast Kontakte in den Vatikan und zum Papst und du hast Kontakte zu weltweiten Religionsführern. Du hast sicherlich auch eine Stimme, die von der deutschen Politik wahrgenommen wird. Bitte sei so lieb, bitte sei beides so lieb. Lasst uns alle wirken, wo wir können, um unseren Einfluss geltend zu machen, dass Phase 2 des Krieges Verhandlungen, Waffenstillstand und am Ende Nein zu diesem Krieg und Stopp diesem Krieg tatsächlich Erfolg haben. Problem ist, dass dass Putin ja diesen Korridor zum Schwarzen Meer möchte über Mariupol und den sicherlich auch nicht aufgeben wird. Und das ist natürlich genau die Problematik, weil das ja auch der Zugang für die Ukrainer ist, dass sie sozusagen zum Meer und ihren Handel betreiben können. Wir werden eine wahnsinnige Hungersnot schon dieses Jahr in Jemen haben, weil die Jemeniten Weizen aus der Ukraine über Odessa bekommen und im Moment Odessa ja praktisch auch nicht genutzt werden kann als Hafen. Ne? Also das ist Ich will noch mal zurück, Bundeskanzler, in der ARD bei Anne Will gesagt hat. Jürgen, da hat er gesagt, die Waffe sind die Sanktionen. Würdest du dem zustimmen? Ich hoffe, dass die Sanktionen genau diese Waffe sind, die nachher wirkt. Wenn wir die Waffe des Militärs mit all ihrer Hochrüstung, und wir haben ja schon die Eskalationsstufen beschrieben, bis hin zu einem niederschwelligen und
wenn die Eskalation dann aus dem Ruder gerät, hochgradigen Atomkrieg sehen, dann kann gar nichts anders sein, als dass wir sagen, diese Finanzsanktionen, die wirken, diese Wirtschaftssanktionen, die wirken, die Isolation Russlands auf allen Ebenen, die im Moment wirkt, das geht ja bis in die Kultur hinein, wo es mir gar nicht immer so recht ist, wo ich denke, es gibt doch auch tolle russische Kultur und auch Friedenskultur, die könnte man durchaus wirken lassen, die positiven. Aber die Prima Ballerina vom Bolschoi-Theater ist zum Beispiel gerade ausgereist, weil sie das ja nicht unterstützen wollte, ne? Ja, ja, also ich meine, ich rede jetzt von den Menschen in Russland, die kritisch zu diesem Krieg stehen und durchaus auch ihre Stimme erheben. Aber die Waffe der Sanktionen ist, glaube ich, die wirkungsvollste Waffe, um Menschenleben zu retten und dem Krieg ein Ende zu bereiten. Monika hat schon eine Reihe von Aktionen genannt, die jeder Einzelne tun kann, um Putin ein bisschen zu bestrafen. Der Wirtschaftsminister, der deutsche Wirtschaftsminister Habeck hat in diesen Tagen gesagt, wer etwas gegen Putin tun will, soll Energie sparen. Fallen dir ein paar Dinge dazu ein, die jede und jeder von uns unternehmen kann, um einen kleinen Beitrag zu leisten zur Befriedung dieses schrecklichen Konfliktes? Also Negawatt statt Megawatt ist auf jeden Fall gut. Also jede Kilowattstunde, die wir nicht verbrauchen an Strom, jeden Kubikmeter Gas, den wir nicht benutzen, und jeden Liter Öl, den wir nicht brauchen, der hilft natürlich auch alles, was wir noch einkaufen müssen in der Zwischenzeit, ja, zu reduzieren. Und deswegen ist schon jeder auch gefragt. Also es ist natürlich vielleicht nur ein kleiner Teil. Aber wie ich gesagt habe, ob man nur 19 oder 20 Grad in der Wohnung hat, ist kein großer Unterschied, aber es macht gleich 5% aus oder 7% sogar, ja. Also da kann man etwas mitmachen. Oder wenn man eben, ich sehe immer noch die Leute auf der Autobahn rasen, ja, mit 250 oder 180, wo es möglich ist. Und wenn man das auch halbiert, dann kommt man auch ans Ziel, ja. Also es gibt, ich habe gerade gelesen, was man machen kann. Ich habe gerade gelesen, wenn ich 100 fahre statt 160, spare ich mehr als 25%, mehr, ja, als ein Viertel. Ja. Also kleine Beiträge können auch insgesamt eine große Wirkung auslösen. Ich will zum Schluss, Jürgen, noch eine Frage zu den Waffen und zu den Waffenexporten an dich stellen. Muss man nicht differenzieren zwischen Angriffswaffen und Abwehrwaffen? Wenn ich es richtig sehe, haben wir doch jetzt der Ukraine Panzerabwehrwaffen und Flugabwehrwaffen geliefert. Ist das nicht etwas ganz anderes, als wenn ich Angriffswaffe liefere? Wie siehst du diese Problematik? Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat diese Frage beantwortet und gesagt, es gibt keine Defensivwaffen, weil jede Waffe defensiv oder offensiv eingesetzt werden kann. Natürlich ist ein Sturmgewehr, das jetzt in der Hand eines ukrainischen Soldaten ist, bei angreifenden russischen Soldaten erst einmal eine Defensivwaffe. Aber wenn es um die Rückeroberung von Gebieten geht, und zwar militärisch und nicht auf dem Verhandlungswege, dann sind wir wieder bei Offensivwaffen. Das gibt's so nicht. Deswegen ist dieses Gedankentum, wir liefern Waffen, gut gemeint. Ich habe überhaupt keine Zweifel dran, dass die Leute, die das wollen und auch beschließen, doch erstmal sagen, wir müssen diesem Aggressor Putin was entgegensetzen. Aber es ist kontraproduktiv. Es schadet, es verlängert den Krieg und führt weg von dem, was wir die ganze Zeit diskutiert haben. Wie kriegen wir diese Kultur des Friedens hin? Diese Kultur des Friedens muss ja auch in allen Bereichen umgesetzt werden. Also was ihr so jetzt angedeutet haben, das gibt es ja sicher in einer ganz langen Liste von aufs Auto verzichten, soweit möglich, habe ich als Stadtmensch natürlich leicht zu sagen, aber auf Freizeitfahrten zu verzichten, Heizung runter, autofreie Sonntage, Tempolimit und vieles andere mehr. Und das nicht auf Deutschland gedacht, sondern auf Europa gedacht. Also da können wir uns doch ans Europäische Parlament wenden und das könnten die Grünen beispielsweise tun, das ist ihre originäre Aufgabe, und sagen, wir schaffen einen
Energiereduzierungsplan und einen Umbauplan, wie die regenerativen Energiequellen Sonne, Wind und Wasser in den nächsten Jahren so schnell als möglich. Franz, du hast gesagt, es geht ganz schnell, viel schneller, als man denkt, wenn man es wirklich forciert. Das ist das eine dieser Kultur. Aber wir brauchen auch eine neue Produktion, wo wir auch die Rohstoffe wiederverwenden. Denn die Rohstoffe abzubauen und die Rohstoffe zu verarbeiten, kostet auch sehr viel Energie. Und viele der Rohstoffe sind im Moment auch knapp oder kommen aus Russland, ob das nun Nickel oder Kupfer oder Lithium oder sonst etwas ist. Und deswegen auch noch das Plädoyer dafür, eine echte Kreislaufwirtschaft zum Beispiel nach Cradle to Cradle zu machen, weil man damit dann eben die Rohstoffe auch wieder gewinnen kann und viel weniger Energie auch in der Herstellung benötigt. Wir sehen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, dieses Thema des Kriegs in der Ukraine beinhaltet sehr, sehr viele Facetten, bis hin zur Kreislaufwirtschaft, bis hin zum Klimaschutz, bis hin zu erneuerbaren Energien, wie wir uns endlich unabhängig machen von den Potentaten und den autoritären Führern in dieser Welt. Mein Lehrer Dolf Sternberger hat mal gesagt, Sinn und Zweck von Politik ist hauptsächlich Frieden. Hannah Arendt hat mal gesagt, Sinn und Zweck von Politik ist hauptsächlich Freiheit. Alle Menschen wollen in Frieden und Freiheit leben. Und entscheidend ist, dass wir vielleicht gerade in dieser Krise endlich lernen, wie die Dinge zusammenhängen. Dieser menschenverachtende Krieg in der Ukraine ist auch ein Krieg um Ressourcen. Monika Krieferin hat es am Schluss eben noch einmal angedeutet. Jedes Windrad ist in dieser Situation ein Zeichen des Friedens, weil wir unabhängig werden. Jede Solaranlage ist in dieser Situation ein Zeichen des Friedens, weil wir unabhängig werden von den alten zerstörerischen Energien und gut und wichtig für die Umwelt und das Klima ist es sowieso. Es gibt kein einziges Land der Welt, das sich nicht zu 100% unabhängig und erneuerbar und auf erneuerbare Energien umstellen könnte, wenn es wirklich, wirklich gewünscht ist. Spätestens jetzt gibt es überhaupt keine Ausreden mehr. Erneuerbare Energien sind die unabdingbare Voraussetzung für Demokratie und für dauerhaften Frieden. Dass wir diese Dinge zusammengebracht haben, dafür danke ich Monika Krieferin ganz herzlich und wünsche alles Gute für deine wichtigen Arbeit. Du hast ein Umweltinstitut, wo das alles mit umgesetzt werden kann. Und Kreislaufwirtschaft ist dir und deinem Mann und deiner ganzen Familie, Cradle to Cradle, ein ganz großes Anliegen. Und dass die Kultur des Friedens, dass wir alle in der Kultur des Friedens vorwärts kommen, lieber Jürgen Gresslin, das wünsche ich dir und uns. Und in deinen Büchern beschreibst du das ja alles, wenn man das nachlesen kann, was eine Kultur des Friedens ist. Jede und jeder von uns wird und kann seinen Beitrag leisten zu einer Kultur des Friedens, weg von der Kultur der Gewalt, der wir seit Jahrtausenden immer noch nachhängen. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlichen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung. Sie wissen, wenn Sie mögen, jeden Montagabend um 20.30 Uhr diskutieren wir zu dem, was normalerweise und in den Mainstream-Medien läuft. Herzlichen Dank und schönen Abend. Tschüss.